bin's, Gabi Fastner. Wir brauchen heute Brasils, aber du kannst ohne auch mitmachen. Viel Spaß dabei. Stell dich aufrecht hin, lass deine Schultern nach hinten unten ziehen, öffne dein Brustbein, atme erstmal ganz tief ein, öffne auch deine Hände und atme aus. Ganz tief einatmen, Schultern tief und aus. Einatmen. Im nächsten Einatmen kommst du auf deine Fußspitzen und ausatmen wieder tief. Einatmen, zieh dich hoch und wieder aus. Atme ein. Versuch deine Fersen so ein bisschen zueinander zu drücken und halte dich jetzt hier oben. Nimm die Daumen auf die Spitzen und mach jetzt mal ganz kleine Mini-Moves hier oben. Versuch dich zu halten. Aktiviere deine tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur. Nochmal. Und ganz langsam wieder lösen, entspannen. Lass dich mal ganz, ganz locker auspendeln, dass deine Arme rückt. Nochmal. Und bleib nochmal aufrecht, nimm deine Arme nach vorne. Mach hier ganz kleine Mini-Moves. Lass deine Schultern tief. Aktiviere deine tiefen Bauchmuskeln und deine tiefe Rückenmuskulatur. Du kannst auch ohne Brasils diese Hackbewegung machen. Und lass nochmal wieder los. Nimm deine Arme zur Seite. Mach hier ganz kleine Bewegung. Rechts, links, hoch, tief. Du siehst die minimale Bewegung in den Gelenken. Und diese minimale Bewegung trainiert deine tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur und deinen Beckenboden. So 10 bis 40 Sekunden. Und dann entspann dich nochmal. Komm bald in die Grätsche. Und nimm jetzt deinen linken Arm nach oben. Und nach unten. Beweg auch ruhig deine Beine ein bisschen mit. Hoch und tief. Lass das Granulat einmal oben und einmal unten andocken. Gut. Ohne Beine. Nochmal. Und halte jetzt. Und mach ganz kleine Mini-Moves hier oben. Achte auf deinen entspannten Schulterwirbel und spür deine schräge Bauchmuskulatur. Noch 4, 3, 2 und lass wieder los. Andere Seite. Komm erstmal mit in die Bewegung rein. Hoch und tief. Nochmal. Sehr gut. Jetzt lass deine Beine in der Mitte. Und nimm nur deinen Rumpf zur Seite. Letzten zwei noch. Und jetzt bleibst du oben und machst ganz kleine Mini-Moves. Spür nochmal in deine Bauchmuskulatur rein. Gut. Noch 4, 3, 2 und langsam. Wieder aufrichten und lösen. Zieh deine Schultern nach hinten unten. Jetzt kommen wir zum Rückenstrecker. Nimm deine Arme nach vorne und richte dich wieder auf. Versuch wirklich, dich Beine nach hinten abzusetzen und nochmal hoch. Wenn du jetzt tief kommst, gehst du zweimal hoch und zweimal rück. Hoch. Eins. Jawohl. Tief. Hoch. Wichtig ist, lehne dich so ein Stück nach vorne. Nochmal. Und halte deinen Bauch richtig fest. Halte jetzt hier unten und mach ganz kleine Hackbewegung. Rechts, links. Das ist anstrengend. Halte durch. 4 nach. 3 nach. 2 nach. Und abstützen. Rücken rund werden lassen. Nochmal den Rücken gerade ziehen. Und aufrichten, deine Schultern nach hinten unten ziehen. Deine Handflächen schauen zur Decke. Und jetzt kommen wir in die Rotation. Dreh deinen Kopf. Einmal rechts, einmal links. Nimm auch deine Schultern mit. Und lass das Granulat auf jeder Seite einmal andocken. Und wenn du möchtest, wirst du etwas schneller. Gut.
Endspurt. Es gibt eine schmale Treppe. Noch 4, 3, 2, 1 und entspannen. Locker nochmal aus. Schließ deine Beine, locker deine Beine. Das war alles für den noch schnelleren Teil von starken Rücken. Lass jetzt nochmal los. Schwing deine Arme. Atme nochmal ein, atme aus. Lass immer so richtig locker. Deinen Schultergürtel, deinen Rücken. Ein letztes Mal, öffne deine Arme, zieh deine Ellbogen zurück, öffne dein Brustbein, atme ein und atme nochmal aus und lass die Arme sinken. Bis zum nächsten Mal.